Wie hoch sind die Zinsen bei Eigenfinanzierung? Und das ist jetzt eine wichtige Frage, vor allem auch für Ihre Projektarbeit. Denn eines dürfen Sie in Ihrer Projektarbeit bitte niemals machen. Sie dürfen nie eine Zahl vom Himmel fallen lassen. Ja? Jeder, der zu irgendwelchen Entscheidungen kommt, ob das ein Naturwissenschaftler ist oder ein Geisteswissenschaftler, Betriebswirtschaftslehre ist ja eine Geisteswissenschaft, muss seine Messgrößen und Messkriterien offenlegen, damit man das nachvollziehen kann. Ja, auch ein Naturwissenschaftler muss zeigen, wie er gemessen hat. Und genauso hier auch. Wir müssen also eine Größe annehmen, um rechnen zu können, und wir müssen diese Größe begründen. Das heißt, wenn wir eine reine Eigenfinanzierung haben und wir wollen in unserer Projektarbeit die kalkulatorischen Zinsen berechnen, brauchen wir einen Prozentsatz. Und für diesen Prozentsatz brauchen wir eine plausible Begründung. Und diese plausible Begründung ist genau wie beim Fremdkapital eine Brücke, die wir zum Markt schlagen. Beim Fremdkapital ist es einfach, da sagt die Bank, bitte, das ist das, was im Moment am Markt so üblich ist und das berechnen wir Ihnen auch und wunderbar, fertig. Bei Eigenkapital ist es schwierig, weil wir ja die Bank nicht haben in dem Sinne. Also brauchen wir irgendwie eine Orientierungsgröße. Und jetzt ist die Frage, was könnten solche Orientierungsgrößen sein, die uns etwas sagen darüber, was wir für das eigene Geld, das wir eben nicht in die Maschine stecken, sondern anlegen, bekommen würden. Denn das ist ja das, was wir machen. Ja, wir berechnen ja den Nutzen entgangen. Wir stecken das Geld in die Maschine, in das Auto in unserem Fall und nicht auf die Bank. Was also hätten wir bekommen? Das ist der Nutzen entgangen. So, und das müssen wir jetzt an irgendwas festmachen. Was ist denn da so im Angebot? Was könnte man denn jetzt nehmen als Richtgröße, was ich bekommen würde? Was können wir denn machen? Bitte? Das, was die Bank geben würde. Was die Bank geben würde. Ja? Wir könnten also eine Fußnote machen in unserer Projektarbeit. Laut Auskunft der, was weiß ich, XYZ Bank ist das ein Zinssatz, den sie für diese Laufzeit zahlen würde. Dann haben wir irgendwas, woran wir uns orientieren können. Wir können uns orientieren an Leitzinsen, die es gibt. Ja? Wir können uns orientieren an Umlaufrendite für Bundesschatzbriefe. Ja? Irgendeine Messgröße, die das Marktniveau, das Zinsniveau widerspiegelt. Noch einmal, absolute Wahrheiten werden von Ihnen nicht erwartet. Plausibilität der Begründung wird erwartet. Also schreiben Sie eine plausible Begründung.